Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge FM 19. Die letzte Vorbereitungsfolge steht an, zum Glück, weil es hat sich ja ganz schön gezogen. Und heute wollen wir noch, wenn es geht, zwei Spieler fix machen, und zwar den Rechtsverteidiger und den Stürmer für den Winter. Fangen aber natürlich mit dem Rechtsverteidiger an. Wir müssen ein bisschen darauf achten, wie wir das jetzt machen, weil ich denke mal, wir sollten am Ende des Tages nach dem Rechtsverteidiger noch ungefähr 10 Millionen übrig haben, damit wir den neuen Stürmer auf jeden Fall finanzieren können. Ich habe mich auf die vier jetzt hier festgelegt und das ist meine Reihenfolge. Piccini ist meine Nummer 1, die ich gerne haben hätte. Nee, ich glaube, das war andersrum. Ich glaube, ich wollte gerne Hartebohr als erstes haben, dann Piccini, dann Adiapong, dann Varela. So war das, glaube ich. Aber da kommt auch jetzt natürlich viel für, oder mit, viel mit dem Finanziellen rein. Sowohl Hartebohr als auch Piccini dürften richtig groß sein. Für Rechtsverteidiger zumindestens. Adiapong ist 1,80, dürfte aber auch am meisten verdienen wollen. Wir fragen mal an bei Bournemouth und Hartebohr, der Niederländer. Hoffen, dass da ein gutes Angebot bei rauskommt, ne? Wollen jetzt hier nicht so viel Zeit verplempern, also mal gucken, was wollen sie haben. Marktwert ist 13,75 Millionen. Sie wollen 30. Okay. Dann würde ich euch sagen, ihr kriegt 5 Millionen, die ihr so oder so auf jeden Fall bekommt. Dann kriegt ihr per Ratenzahlung aktuell mal 6 Millionen. Wir können nämlich auf 7,5 noch hochgehen. Und dann natürlich nach Ligaspielen und so ein Shit kriegt ihr dann auch richtig, richtig viel Geld. Und zwar hier eine Million und hier eine Million. Kann natürlich auch sein, dass er vielleicht mal ein Törchen macht. Dann kriegt ihr nämlich nach 10 Toren schon eine Million. Und was sagt ihr denn zu diesem ersten Angebot? 14 Millionen sind das. Okay, finden sie noch nicht so schön, aber wundert mich jetzt auch nicht wirklich. Ne? 5,5 Millionen gehen wir hoch bei der Ablösesumme. Hier gehen wir auf 6,5 hoch. Das war die falsche Reihe. Auf 6,5 Millionen hoch. Das wären jetzt, ja, immer noch ein bisschen wenig mit 12 eigentlich. Aber wir können mal erstmal fragen. Ne, hier gehen wir hoch. Könnten jetzt 16 Millionen werden. So, sie wollen 24. Wir haben eben 12 geboten, also probieren wir es jetzt mit 13. Weil man muss sich ja nur langsam annähern, ne? So, warte mal, wir haben jetzt 17,5 insgesamt. Hier können wir noch ein bisschen höher gehen und Länderspiele würde ich auch gerne noch reinhauen. Da gibt es dann hier eine Million und nach 10 gibt es aber 2,5 Millionen. Knapp. Knapp, knapp, knapp. Probieren wir es mit 14 Millionen, die ihr bekommt. Aktuelle Belastung wäre nur 8 Millionen, das ist okay. Dann können wir auch hier ruhig ein bisschen mehr noch drauf zahlen. So, es können jetzt 24 werden. Das nehmen sie an. Und gleichzeitig würde ich sagen, fragen wir auch bei Piccini an, bei Wolf, die sich ja lustigerweise dann unseren Rechtsverteidiger geholt haben mit Widmer. Mal schauen, 8,5 Millionen Marktwert hier. Sie wollen 12, also hier wird es wohl etwas weniger als bei Hartebohr. Aber heißt doch nichts, ne? Heißt doch gar nichts. Gerade was dann so das Gehalt angeht, da haben wir in der letzten Folge leider sehr schmerzlich feststellen müssen, dass das sehr weit von unseren Vorstellungen weg sein kann. So, wie wär's denn hiermit? So, zack, zack. Guck mal, so weit ist es nicht weg. Probieren wir es hier mit 5 Millionen und dann würde ich hier per Ratenzahlung nochmal 2 geben. Oh, 1, 2 nach 40 und 50 einsetzen geht, glaube ich, okay und klar und das nehmen sie sogar an. Jetzt ist natürlich die große Frage, was wollen die Jungs an Gehalt, ne? Die beiden. 96.000 ist zu viel und hier müssen wir sogar selbst was machen. Piccini, was möchtest du wohl haben? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er so wenig wie 48.000 noch haben möchte. Wie wär's denn? Ach komm, hier kann man ruhig auf eine Million hochgehen, wenn man sich die Ablösesumme schon etwas spart. Hier gehen wir auf
Ja, 12,5 hoch, während wir dann auf 8.000 runtergehen bei der Auflaufprämie. Wie wär's denn dann mit einem Torbonus von 16.000? Hier gehen wir auf 44.000 runter. Was sagst du dazu? Das würde ich hier rausnehmen. Das können wir auch rausnehmen. Ich glaube aber, das macht so oder so nicht so viel aus. Ich glaube, das wird ihm nicht gefallen. Ich hoffe nur, dass er nicht direkt auf Orange geht. Okay, 64.000 möchte er haben. Ich glaube, damit kann man arbeiten. Und Hartebur möchte dann einfach viel zu viel haben. So, Piccini, was machen wir mit hier? 48.000. 14,5 hier. 8.000 an. Oh, ich habe mein Spiel auf Englisch, fällt mir gerade auf. Oh, hups. Mann, ist jetzt nicht so schlimm, ne? Machen wir noch fix. Ist ja eh alles das Gleiche. Deutsch, Englisch, Japanisch, Schwedisch, alles das Gleiche immer. Ich glaube nicht, dass du so allzu viele Länderspiele machen wirst für Italien. Er möchte viel Geld haben. Wir versuchen es unter 53.000 zu halten, würde ich sagen. Das geht klar hier mit den Klauseln jetzt. Ja, komm schon, mach 52.000, gut ist. Gut, dann würde ich sagen, holen wir uns Piccini. Weil Hartebohr möchte einfach viel zu viel Geld haben. 96.000 ist absolut lächerlich, so stark bist du nicht. Und dann haben wir unseren eigenen Cristiano. Ich finde, die Werte sind okay. Nicht so überragend, ganz klar, ja. Auch der Report ist nicht so ganz krass, aber wir kriegen es hin. Ich habe mir die Verletzungshistorie angeschaut, so krass war die jetzt nicht. Ähnlich wie mit Mason Mount. Wobei bei Mason Mount natürlich das Risiko deutlich geringer ist als bei jetzt Piccini. Aber mal schauen. So, was ist hier los? Weil es an den Medien gelangt ist, oder was? Wobei Luca Cora, der Berater, noch sucht nach anderen Vereinen. Naja, bla 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 bla. Ist mir wurscht. Wir gucken mal, was jetzt mit Nukio ist, würde ich sagen. Den würde ich nämlich gleich gerne gleichzeitig mit Fix machen. Ich habe jetzt ein paar neue auf die Ex-Spielerliste gepackt übrigens, aber das wollte ich euch gerade nicht zeigen. So, Nukeo. Wir gehen jetzt halt wirklich das Risiko ein, ja, dass er sich verletzt in dieser Halbserie, bis dass er zu uns wechselt. Ich hoffe einfach mal, dass es irgendwie gut geht. So, wir hatten in der letzten Folge schon noch kurz angefragt, da waren das auch knapp 42 Millionen. Dann probieren wir es mit 7 Millionen, die wir euch auf jeden Fall zahlen, plus 3 Millionen, die wir euch per Raten zahlen. Also 10 Millionen bekommt ihr auf jeden Fall für den Jungen. So, und dann bloß jetzt klug sein. Richtig viele Torboni reinklatschen, das ist, glaube ich, okay, ne? Wir zahlen dann halt immer ein Stückchen per Ablöse, wenn er so und so viele Tore macht. Das ist, glaube ich, komplett in Ordnung. So, würde ich sagen, machen wir es so. Zack, zack. Und 1 Million nach 20 Toren. Das wären jetzt schon 21 Millionen, also die Hälfte von dem, was sie eben gefordert haben. Okay, sie wollen jetzt 46 Millionen. Das finde ich jetzt nicht so schön. Probieren wir es mit 8 Millionen hier und 3,5 Millionen hier. Hier können wir hochgehen. Das können wir so lassen, würde ich sagen. Was? Nach Ligaspielen 50 und 40 hauen wir noch rein. Da machen wir hier 2,5 Millionen und hier 1 Million. Das würde eh richtig hoch werden. Also die potenzielle Ablösesumme, da kommen wir wahrscheinlich nicht unter 50 weg, wenn auch nur ganz knapp. So, sie wollen jetzt 18 plus 5, 5. Dann gehe ich auf 8 plus 5. Hatten wir nicht eben auch schon 13? Mache ich 5, 5. Hier können wir hochgehen. Ich würde noch nach Länderspielen reinhauen. Nach 10, 20 und auch 5. Nach 5 gibt es nur 1 Million. Nach 10 gibt es 2,5 Millionen. Und nach 20 gibt es 3 Millionen. Es könnten jetzt 40,5 sein. Dann würde ich sagen, gehen wir hier leicht runter. Hier leicht runter. Hier leicht runter und hier leicht runter. 38,5. Sie wollen 48. Oh, Junge, dass die immer so viel Geld haben wollen, ne? 9 Millionen wird's hier.
Hier gehen wir jetzt auf 6,5 Millionen, das ist 15,5 wären. Nach 50 Spielen kriegt ihr 3,2 Millionen, 1,8 nach 40 Spielen, 1,5 Millionen nach 5 Länderspielen, 3,3 hier. Und nach den Toren, ja, 7 Millionen, ja, guck mal, 7,5 Millionen, wenn du 50 Tore machst, dann bist du schon guter. 3,5 von mir aus auch hier. Hier würde ich jetzt eher runtergehen auf 3,6, dann gehen wir hier auf 3,7 und 1,9 nach 20 Toren. 44,5 Millionen könnten das werden. Nehmen Sie an, jetzt bin ich mal gespannt, ne? Beim ersten Mal, als wir mit ihm verhandelt haben, wollte er extrem viel Asche haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt anders wird. Aber ich gehe gleich mit 32.000 rein plus 1 Million Handgeld. Das hier nehmen wir dann nicht raus, sondern packen es auf 40.000 nach 30 Spielen. Ich würde die Klausel mit der Option auf die Vertragsverlängerung gerne drin haben. Und hier gehen wir überall hoch, ne? Ich möchte hier kein großes, ich habe meinen Sound noch an. Ich will hier kein großes Risiko eingehen, dass er auf einmal dann doch nicht kommen möchte. Aber ich habe so das doofe Gefühl, dass er auch gleich sagen wird, dass er erstmal auf Orange geht. Ganz, ganz doofes Gefühl. Guck mal, wenn du halt wirklich Top-Torjäger bist, kriegst du halt eine fucking Million. Stell dir das mal vor. Eine Million halt. Wir haben die Ablöse auf 0, wenn wir absteigen. Das würde ich gerne drin behalten. Wie gesagt, das hier kann raus, dass das Gehalt um 30% gesenkt wird. Keine Gehaltssteigerung. Wenn du ein Länderspiel machst, bekommst du von uns 2000. Ups. Oh, das sollte man nicht machen. Eieiei. Premier League Titel. 550.000. Ich würde es super cool finden, wenn du jetzt annimmst, aber auch cool finden, wenn du jetzt nicht sofort auf Orange gehst. Okay, guck mal, wir sind nicht so weit entfernt. Das hier könnte noch ein bisschen schwierig werden mit den Klauseln, die er hier reingepackt hat. Aber soweit ist es nicht. Ich würde gerne eine raushauen davon und die geht auf 25 Spiele hoch, dann kriegst du 45.000 und keine Ausstiegsklausel, weil ich glaube, bei dem kann man dann wirklich richtig viel verlangen. Wie gesagt, wir dürfen nicht vergessen, er kommt erst am 1.1. Kann man noch irgendwas Schönes reinhauen, damit er nicht gleich wieder mit der Klausel kommt, nach so und so viel Spielen möchte, so und so viel haben. Die Klausel für die Vertragsverlängerung hat er übrigens rausgenommen. FA Cup hauen wir die noch rein. Ah, das, ja, gefällt ihm logischerweise hier unten, ne? Guck mal, 45.000 nach 25 Spielen. So, sieht doch gut aus. Ich würde sagen, wir machen es noch fix. Und dann haben wir alle Transfers abgeschlossen. Ich habe gerade noch ein paar Spieler angeboten im Übrigen. Frosinone möchte Sabiri als Leihspieler haben. Ich würde hier gerne sagen, wenn ihr den 15 Spiele spielen lasst, müsst ihr 15 Millionen zahlen. Lehnen sie leider ab. Okay, wir stellen unseren Jugendspieler nicht vor. Ich hatte nämlich Marlon angeboten, da gab es sogar endlich mal Angebote. Lazio und Bordeaux haben wir angenommen, 6,5 Millionen, das musste ich hochhandeln von 3,4 Millionen. Und Barry McKay gab es ein Angebot für 2 Millionen in über 2 Millionen so, von Derby County. Aber mal gucken, ne? So wirklich glauben tue ich nicht dran, dass sie das annehmen. Ich wollte jetzt eigentlich auch gleich einen Cut. Na, ich wollte noch hier, wie heißt das? Die Standards machen. Vor dem Logswood-Spiel. Eigentlich. Aber das kann ich auch gleich machen noch. Ist ja nicht so tragisch. Weil ich nicht glaube, dass wir die Bestätigung bekommen bis zu diesem Spiel. In einer Woche ist das Transferfenster auch zu. Bis dahin müssen wir alles gekauft haben, was wir kaufen wollen. Machen wir aktuell. Es fehlt ja eigentlich noch Piccini. Leverkusen kriegt den dann von Frankfurt nicht. Das hier ist doof, weil wir Gehalt zahlen müssten von Marlon. Und das möchte ich nicht. So, Alan Ruiz geht sogar. Wir zahlen leider 7,5 von seinem Gehalt weiter, aber endlich ist der Typ weg und wechselt zu Cardiff City, gegen die wir lustigerweise noch spielen werden. Natürlich zweimal in der Saison. Der Typ wird uns halt wahrscheinlich mindestens ein Ding reinhauen. Bonic leider 2 bis 3 Wochen verletzt in der wichtigen Phase jetzt, aber wir haben ja zum Glück auch Maite. Schön ist natürlich trotzdem anders.
Aber ansonsten, komm, machen wir die beiden Sachen jetzt fix und dann ist alles schön. Marlon steht kurz vorm Wechsel, ja. Thompson wäre schön, wenn der auch kurz vorm Wechsel steht, aber leider ist der irgendwie ganz schön wählerisch bei seinen Vereinen. Ah, und so viel zum Thema Mason Mount verletzungsanfällig und verletzt sich nicht. Ja, 3 bis 4 Wochen fällt er jetzt aus. Ja, Jungs, hört mal auf, ne? Das ist jetzt schon der aktuelle richtige Trainingsplan, also den wir auch immer unter der Woche haben werden. Komm schon, noch eine schöne Bestätigung vor dem Lockswood-Spiel. Real Madrid hat Bock auf Dean. Das ist natürlich auch interessant. Ich muss gerade nebenbei leicht rausgucken, weil so ein Typ schafft es gerade nicht einzuparken. Sieht super interessant aus, was der macht. Das macht er schon seit 2 Minuten. Vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück. Und der bewegt sich halt auch noch irgendwie immer 10 Minuten, 10 Minuten, ja, 10 Zentimeter nach vorne und nach hinten, ne? Obwohl die Parklücke so groß ist. Bolton Wanderers interessiert uns nicht. Craig Thompson hat sich auch verletzt. Oh, jetzt kommen sie aber alle an, ne, mit den Verletzungen. Jetzt waren es mal 20 Zentimeter nach vorne. Ja, komm, langsam zurück. Jawohl. Und wieder nach vorne. Hey, Brudi, was los? Er steht halt auch übrigens immer noch super. Also er oder sie, keine Ahnung. Das Auto steht übrigens noch immer super quer. Ist echt interessant gerade. Und wieder gekurbelt. Jetzt läuft gerade so ein Typ über die Straße. Geht natürlich genau zwischen die Lücke des einparkenden Autos und des Autos, was davor steht. Geparkt wohlgemerkt. Und schaut dem Typen erstmal richtig schön rein ins Cockpit. Ja, super. Der denkt sich auch, fuck, bin ich ein Idiot. Er hat es übrigens immer noch nicht geschafft. Schaut so ein anderer Typ schon von der anderen Straßenseite rüber, der zieht echt Aufmerksamkeit auf sich. Könnten wir vielleicht jetzt mal eine Bestätigung bekommen für die Transfers? Anscheinend nicht. Das ärgert mich sehr, weil ich wollte das noch vor dem Cut fertig machen. Aber wir kriegen es anscheinend nicht hin. Also, ich mache jetzt einen Cut, wir machen gleich unser Testspiel. Kein anderer ist an Piccini interessiert, kein anderer ist momentan mit dem Angebot an Nukeo interessiert. Ich hoffe, das kriegen wir hin gleich. Ich mache einen Cut, denn das Spiel wollte ich jetzt nicht mehr machen. Ich wollte nur noch die Angebote raushauen. Ich zeige euch noch kurz, falls euch das interessiert, die Rücknummern, die ich schon gemacht habe für unsere Spieler. Das sind sie jetzt hier. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Hi, da sind wir wieder. Wir machen unser Testspiel jetzt gegen Lockswood. Die Session, die wir jetzt gerade davor hatten, die habe ich gestern gemacht. Also ich habe keine Ahnung mehr, was gerade passiert ist. Ich habe die Trainings noch gemacht gerade. Alle. Und ein paar Standards. Ich dachte eigentlich, ich konnte ein bisschen mehr einstellen als nur 3 Routinen. Das hat mich jetzt ein bisschen, naja, enttäuscht, muss ich sagen. Aber ja, wir probieren es einfach mal. Wir haben mal eine Variante auf langen Pfosten, mal auf dem kurzen Pfosten, mal eins, was gemixt ist. Wir gucken mal, vielleicht geht das über die Saison etwas besser als in der vergangenen. Ich habe jetzt leider gar nicht geguckt. Ich habe zum Glück noch einen anderen Save, wo ich gespeichert habe. Wir hätten ruhig mal gucken können, wie viele Tore wir nach Standards gemacht haben, oder in der letzten Saison. Wollen wir das mal kurz nachgucken? Nee, komm, ich will die Folge nicht mehr so unfassbar lang machen. Wir machen jetzt erstmal das Spiel gegen Lockswood. Bank ist Bank und Aufstellung ist Aufstellung. Das passt perfekt. Dann los gegen Lockswood. Da sollte ja eigentlich ein Sieg drin sein, oder? Also, please. Sollte. Also alles andere würde mich sehr enttäuschen. So, Jungs, viel Spaß, würde ich sagen, ne? Und dann wird es der letzte Test sein vor dem Spiel gegen Fulham. Hoffen natürlich noch, dass wir jetzt gleich Panagopoulos, Quatsch, nicht Panagopoulos, der spielt gerade auf links, da ist er gerade am Ball. Dass wir gleich noch Nukio fix machen können, genauso wie. Wow, Maite, wo kommt der denn her? Wow, 1. Nicht schlecht. Genauso wie Piccini. Das wäre sehr wichtig für uns. Ich habe ein bisschen Angst, dass Piccini jetzt nicht kommt und wir jetzt wirklich auf Biegen und Brechen irgendjemanden holen müssen, ne? Gleich noch. Maite mit dem Volley-Schuss. Wunderschön. Nice. Dann geht gleich weiter. Panagopoulos. Vielleicht mal ein Tor nach. Oh, guck mal einer an. Tor nach einer Ecke. Trägt schon Früchte. Nee, Quatsch, das ist natürlich jetzt nur wegen so einem schwachen Gegner. Aber immerhin, ne, so ein bisschen.
Hoffnung, Mini, darf man haben. Wir werden übrigens gleich mal, jawohl, nochmal ein Tor nach dem Standard. Okay, ich glaube, Loxo Town ist wirklich kein guter Gegner. Ich hoffe mal, hallo, Jungs, lasst mich doch mal kurz ausgehen. Ich hoffe ja mal, dass wir in der Saison auch jetzt ein bisschen besser klarkommen werden von der Konstanz her. Noch ist dran mit dem Schuss, es steht halt 4 zu 0 nach 6 Minuten. Ui. So heftig wollte ich das eigentlich gar nicht. Aber ich hätte mir wohl noch einen etwas stärkeren Gegner aussuchen können. Ich wollte auch eigentlich mehr Testspiele haben, nur ich wollte dann erstmal warten, um zu wissen, wann die Saison eigentlich beginnt. Dann war es schon viel zu spät. Ja, weil die Saison so früh begonnen hat. Wenn Woodburn mit dem 5-0. Ups. Kann sein, dass ich vielleicht etwas einen sehr, sehr schwachen Gegner geholt habe. Chelsea FC war jetzt auch nicht so stark, aber die haben wenigstens 90 Minuten gebraucht, um halt 10 Gegentore zu bekommen. Ich glaube, hier haben wir das fast in der ersten Halbzeit durch. Ich würde ja auch gerne sagen, die Mannschaft ist so gut, aber ich glaube, das ist sie leider nicht. Meine Ziele übrigens in der Saison sind so ungefähr, ja, ganz ehrlich, Europa League. Ist jetzt nun egal, über, wow, Elfmeter. Bei T möchte ich machen? Okay, von mir aus. Ach, der kann seinen Hattrick machen, kann das sein? Oh, schöner Elfmeter. Ja, mit dem Hattrick. Ach, sogar ein perfekter, habt ihr das gerade unten gesehen? Einer mit dem linken Fuß, mit dem rechten Fuß und dann mit dem Kopf. Jawohl. Der erste Schuss, der Volley-Schuss mit dem linken Fuß, dann nach der Ecke per Kopf und jetzt gerade den Elfmeter mit dem rechten Fuß. Was ein King. Gleich mal einen Sturm stellen für das erste Spiel. Ja, was wollte ich jetzt gerade sagen? Ach ja, auf jeden Fall Europa League. Ob das jetzt nun halt wirklich über die Liga geht oder über den Pokal, weiß ich nicht. Ich werde auch pushen im Pokal, aber da kommt natürlich viel drauf an, ob wir nun halt Losglück haben oder nicht. Na, also EFL Cup, FA Cup, da möchte ich jetzt nicht unbedingt wieder in den ersten zwei Runden für uns rausfliegen. Aber mal gucken, es ist halt dann auch so eine Sache, was wir halt machen, Chris Matthew mit dem 7 zu 0. Hi. Weil einfach, irgendwann ist es dann vielleicht auch die Frage, konzentrieren wir uns auf die Liga, damit wir da in die Europa League kommen? Oder versuchen wir im Pokal halt das Ding zu holen? Da wird es dann irgendwann drauf ankommen. Ich glaube, die haben keinen Keeper im Tor. Also, Loxwood, die lassen so viele Distanzschüsse zu. Das ist schon ein bisschen krass. Es steht 8 zu 0. Jungs, kommt, könnt ihr mal bitte ein bisschen chillen? Die armen Gegner. Die haben halt auch Familien, ne? Die kommen, die dürfen heute Abend nicht nach Hause kommen. Ey, aberkannt immerhin, ne? Ich glaube, mein T ist da auch extra hingegangen, damit er bloß ein viertes Tor macht. Der arrogante Mistkerl. Ich finde es auch schön, dass wir halt wirklich 92% Ball, Quatsch, Passgenauigkeit haben. So viel dazu, ne? Sind aber immer noch 92%. Eieiei, 8 zu 0. Und es ist halt gerade erstmal Halbzeit gleich. Und vielleicht kommt sogar noch das 9 zu 0. Mhm, na, Aberkant schon wieder. Eieiei. Also merken für die nächste Saison, stärkere Testspielgegner heraussuchen. So heftig hatte ich das auch noch nicht, muss ich sagen. Weil auch in Kroatien letztes Jahr, in meinem privaten Safe, habe ich natürlich immer entweder gegen meine, wow, gegen meine U18 oder U20 getestet. Das war jetzt heute leider nicht drin, weil die zeitgleich auch irgendwas machen. Keine Ahnung was. Da ist es dann natürlich so, dass man stärkere Gegner hat. Aber wenn ich dann halt dort gegen schwache Teams gespielt habe, sah das auch nicht so krass aus, ne? Also steht halt 9 zu 0 nach 45 Minuten. Komm, machen wir das mal ein bisschen noch weiter nach vorne. Kann man nur Tore machen vielleicht? Ach, so ein Ballon. Ach, komm, wir machen nur Kommentare, ja, weil ich glaube, hier können wir nicht mehr so wirklich viel von lernen. 10 zu 0 steht's. Eieiei. Ich glaube, die Tore werden uns dann einfach per Wiederholung nachgereicht. Einfach nur, damit es jetzt noch ein bisschen schneller geht. Aber ich glaube, das geht gar nicht so unbedingt viel schneller, weil wir nicht zwischen Highlights. Ey, hast du einen Ballon mit dem nächsten Tor? Ach du Scheiße.
Oh. Oh Gott, ey. Oh Jungs, hört doch mal auf, die armen Gegner. Ja, immerhin gehen die Bälle jetzt alle rüber. Eieiei. Oh boah. Es tut mir so leid, ey. Ich dachte, Loxwood kann vielleicht ein bisschen was, aber. Sie hat ja immerhin einen Schuss. Ich glaube, die hatten sogar zwei. Ich glaube, gegen Celci hatten wir knapp 50 Schüsse. Schauen, ob wir das heute noch übertreffen können. Tore haben wir auf jeden Fall jetzt schon übertroffen. Ich werde mal ein bisschen wechseln. Sabiri kommt mal rein, der aktuell, glaube ich, immer noch kein Angebot hat. Ich glaube, wir hatten ihn zu Leier angeboten, aber es wollte keiner. Sabiri geht mal auf die 10. Chimpembe bekommt rein. Wir werden einfach mal alles durchwechseln, würde ich sagen. Sansone kommt auch rein. Mitrovic. Und Daniel Fry. So, dass Numaité durchspielt, genauso wie Nörrestrand. Vielleicht sind die ein bisschen ruhiger, ne, als die Jungs zuvor. Ja, vielleicht auch nicht. So, Sansone, der ballert wahrscheinlich, aber er ballert direkt auf den Torhüter. Wir stehen übrigens immer noch auf sehr defensiv, ne? Also die Jungs sollen eigentlich chillen. Aber machen sie nicht. Alter, 12 zu 0. Und zwei aberkannte Tore. Puh. Schade, dass man das Spiel nicht irgendwie ein bisschen noch schneller machen kann. Ich denke mal, oh, wir sind dann auch gleich fertig. Mula schafft's nicht, ne? Mula, formtief. Oh, Jungs. Gleich haben wir übrigens die 50 Schüsse. Alter, Maite probiert's auch von überall. Jetzt, der will bloß noch sein viertes Tor haben. Naja, ich habe übrigens mal ein bisschen durchgeguckt, bei den Transfers jetzt gerade noch. Also nicht gerade, aber gestern noch. Weil mir ein bisschen langweilig war und ich noch irgendwas machen wollte im Safe, aber halt nicht nach vorne gehen durfte. Weil sonst hätte ich ja dieses Spiel ja schon gemacht. Oh, Mann, Schuss, ne? Ich habe gesehen, dass Maitland Niles jetzt einen neuen Verein hat. Der ist zu Fulham gegangen. Der wollte ja bei uns irgendwie 100. Ja, ich glaube, der wollte 90.000 oder so. Der verdient da jetzt 33.500. Und Bakayoko ist zu. Ah, zu wem ist er gegangen? Ich glaube, zu Brighton. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Werden wir gleich ja bestimmt sehen. Der wollte ja bei uns auch irgendwie 140.000 oder so, verdient jetzt, glaube ich, knapp 60.000. Ne, 40.000 waren es sogar. Also, ja, krass, dass die alle immer so unfassbar viel von uns wollen, ne? Ich habe es nicht verstanden, ich werde es nicht verstehen. Und Maite schafft es wieder nicht, sein viertes zu machen. Der hat übrigens drei Tore und zwei Vorlagen, also Man of the Match auf jeden Fall. Da ist er wieder. Und jetzt hat er doch endlich sein viertes. Jawohl! Jawohl, Maite. Hat ein bisschen gedauert, ne? Aber jetzt hat er sein viertes. 57 Schüsse, 28 davon aufs Tor. 13 Tore gemacht. Und Sabiri schießt direkt den Keeper ab. Eine 5,0 habe ich auch noch nie gesehen beim Gegner als Wertung. So, Sansone und Chimpembe nochmal. Mitrovic hat noch gar keins, ne? Boah. Mit dem Volley-Schuss direkt in die Fresse. Aber jetzt ist es zum Glück endlich vorbei. Haben ja. Hier müssen wir hin. Ich glaube, hier war es, ne? Boah, ja, 13 zu 0 gewonnen. Die erste Halbzeit war krass. Die zweite ist dann ein bisschen ruhiger gewesen. Auch, weil wir gesagt haben: Jungs, chillt mal bitte ein bisschen. So, ja, spaziert zum Sieg. Sabiri möchte mit mir reden, warum er zur Leihe freigegeben wurde. Vielleicht kann Josh Earl ja mit ihm reden, damit wir jetzt nicht so ein Fass aufmachen müssen. Hat leider nicht geklappt. Für Quinn gibt es wieder Angebote, aber die wird er wahrscheinlich auch wieder alle ablehnen, weil er ein Arschloch ist. So, und das waren die Angebote für Sabiri. Ich hatte noch reingehauen, dass da man vielleicht schön eine
Klausel drin haben sollte, dass er gekauft wird nach so und so vielen Spielen. Weil jetzt ein Jahr verleihen ist ja natürlich auch scheiße, weil dann haben wir keine Ablöse. Aber ich will Sabiri eigentlich auch ungerne gehen lassen, weil ich mag ihn. Auch Watmore gibt ein Angebot von Norwich. 1,8 Millionen, das können wir annehmen. Auch bei Mason gibt es einige Angebote, aber die wird er wahrscheinlich auch wieder alle ablehnen. Was ich lustig finde, weil ich habe gesehen, in den Dynamics steht bei Mason zum Beispiel, dass er zu Charlton wechseln möchte, da man ihm halt einen besseren Teamstatus dort bieten würde. Oder halt zum Beispiel auch McKay, nee, Quatsch, McKay nicht, aber dass auch Marlon wechseln möchte oder Ben Thompson, der gar nicht wechselt, obwohl er die Angebote hat. Ja, Sabiri, es tut mir leid, aber du hast keine Zukunft mehr bei mir. Es tut mir leid, aber ich möchte ja auch, dass du viel spielst, ne? Wenn du Bock hast, die ganze Zeit auf der Bank zu sitzen, von mir aus kannst du auch bleiben. Weil so viel verdienst du auch nicht, also das kann ich gerade noch verschmerzen. Okay. Dann bleibst du erstmal. Außer es gibt jetzt ein gutes Angebot. Ach, es tut mir so weh, ne? Mit Sabiri. Der Typ war so stark für uns. Er hatte auch seine Schwächephasen, ganz klar. Und für die Premier League ist er auch nicht geeignet, auch, ja. Aber er ist halt unser Spieler, ne? Der uns halt auch in die Premier League geschossen hat. Und das würde ich ungern halt einfach unter den Teppich kehren. Lazio hat Lacazette geholt. Für 21 Millionen. Wen wollte ich jetzt gerade nachschauen? Bakayoko. Bakayoko ist zu Burnley, war das, okay, und verdient jetzt 44,5. Und Maitland-Niles müsste Fulham gewesen sein, so ist es. Verdient jetzt 37.000. Also krass, ne, wie viel die vorher wollten. Aber der Schärfste war ja immer noch Huamar in der letzten Folge. War es letzte Folge oder war es heute noch? Ich weiß es nicht mehr. So, wir müssen einen neuen Kapitän wählen, weil weder Ben Thompson noch da ist, noch der Gabriel Paulista noch Jack Watmoke. Also, wen holen wir uns als Capitano? Ich würde sagen, es sollte schon einer sein, der schon mal da war oder schon länger da ist. Also, Jean Pembe klingt gut. Und ranführen ans Amt würde ich dann eher Leo Santos? Leo Santos, oder? Weil wenn der gut sein wird, dann kann er nämlich bald das Kapitänsamt komplett übernehmen, würde ich sagen. So, was gibt's hier? Raul, ach genau, ich habe ein paar Keeper angefragt, damit die zu uns kommen. Es waren drei, es waren Rowley, es waren Joe Hart und Ruddy. John Ruddy, der bei Norwich war. Joe Hart, der halt bei, ihr wisst schon, überall war, ne? Und der Sean Rowley, keine Ahnung, wo der nochmal war. Der war einfach in der Liste drin. So, Thompson, er geht sogar wirklich. 500.000 kriegen wir von Blackburn und das war's dann für ihn. Ja, ist halt kein Premier League-Material, ne? War ein super Spieler für uns in der Championship und auch in der League One, aber ja, danach hat's dann nicht mehr gereicht. Einen Einsatz letztes Jahr gehabt. Natürlich riesen Dank an ihn, aber naja, so, oh, Brighton möchte Josh Earl haben, aber den wollen wir nicht verkaufen. Burnley hat ein Angebot für Hartebohr gemacht, aber den wollen wir uns jetzt aktuell nicht mehr holen. Die drei Keeper sind jetzt zum Probetraining bei uns und Ben Thompson ist weg. Ich weiß gar nicht, ob wir noch einen Vertrag anbieten können, solange die oder sobald die Transferphase um ist. Müsste eigentlich. Die Frage ist dann halt wegen der Registrierung. Weil ich habe ja vorhin oder in der vergangenen Folge gesagt, keine Ahnung wann, dass ich mir vielleicht doch noch gerne einen Keeper holen möchte. Damit wir vielleicht nicht ganz so schlechter stehen. Aber der sollte dann halt auch nicht allzu viel verdienen müssen. Werden wir uns gleich nochmal drum kümmern. Weil wäre ein bisschen blöd, ne, jetzt nochmal so viel Geld auszugeben für einen Keeper. Danny Ward hat ja auch so viel, ja, hatte einiges verdient. Und das sind halt im Endeffekt für drei Spiele oder so. Meh. Thorne wird unser Stammkeeper bleiben. Bei Marlon ist es so, da ist ja auch gerade noch ein Angebot draußen. Vielleicht kommt da noch was. Oh, Marlon hat sich gerade verletzt. Na super, hoffentlich scheitert der Transfer deswegen nicht. 5 bis 6 Wochen.
Ein paar Berichte sind noch fertig. Aber das nächste, was wir uns holen werden, werden wahrscheinlich ein paar Talente sein. Aber erstmal müssen jetzt natürlich Piccini und Lucchio fix gemacht werden. Piccini sofort, Lucchio halt im Winter. Sion hat Schneiderlein verpflichtet. Und ich warte jetzt eigentlich nur noch auf die Bestätigung. Marlon geht sogar wirklich, also das hat zum Glück nichts mehr ausgemacht, dass er sich gerade verletzt hat. Unser Glück. Ja, Marlon, er hatte einen schwierigen Start bei uns, ne? Ich glaube, generell war sein Stand auch sehr schwierig bei uns, weil wir haben ihn einfach wirklich nur als Notlösung geholt, weil wir Leo Santos nicht holen durften. Bin dann auch nicht wirklich nett mit ihm umgegangen, teils. Aber so stark war er nun auch nicht. Aber trotzdem. Ein paar Spiele war er gut, ein paar Spiele war er nicht gut. Drücken wir ihm die Daumen, dass er bei Lazio gut spielt, ne? So, jetzt habe ich langsam ein bisschen Schiss, ne? Weil wir haben den Deadline Day und wir warten immer noch auf Piccini und auf Nocchio. Nocchio ist nicht so schlimm, aber Piccini ist, wäre halt sehr schlimm. Ich packe erstmal Sabiri. Wo auch immer der gerade ist, ah, hier. Mal in die Registration. So sieht das momentan aus. Also eigentlich alles ganz easy. Haben nur 12 Ausländer. Könnten uns auch 5 holen. Ich werde aber gleich mal kurz gucken, wegen unserer U23, würde dann ansonsten McKay, wenn er nicht geht, aber er geht jetzt. Dankeschön. Oh, schaut euch das an, ne? Mason möchte nicht wechseln. Er hat doch, das steht doch halt in seinen Infos, dass er wechseln möchte. Dan Quinn möchte auch bleiben. Barry McKay geht zum Glück für 2,2 Millionen zu Derby County. Watmore geht zu Norwich. Und wir kriegen ein Leihangebot für Wright, der in der U23 spielt. Allerdings sollen wir dann nichts vom Gehalt übernehmen. Was? Also bitte. Jungs, alles vom Gehalt übernehmen. Nein, dann nicht. Verpisst euch. Wir warten immer noch auf Piccini. Der kriegt. Da wartet man nur auf die Arbeitserlaubnis, genauso wie bei Nokio. Ich hoffe, das geht mal ein bisschen fix, Jungs, ne? McKay weg. Watmore weg. Und Sabiri macht sich Sorgen, weil Watmore gegangen ist. Sabiri, was los? Soll erstmal kein großes Thema werden, aber ich bin enttäuscht, dass sie es für notwendig hielten, Watmore zu verkaufen. Ja. Passiert, ne? Aber ich glaube nicht wirklich, dass er allzu schmerzlich vermisst wird. Aber keiner hatte solch einen Einfluss wie Jack. Ah, Sabiri. Glaub mir. Das kriegen wir schon hin, ja? Glaub mir einfach, ja? Also Mund abputzen, weitermachen. Oh, Abdelhamid, bitte. Was ist da los? Guck, Brudi, er ist weg. Kann ich nichts mehr machen. Hak's ab. Haben lange darüber gesprochen. Ah, sie haben hier einen schlechten Job gemacht. Ja, Sabiri, bitte hate mich doch einfach nicht. Was ist denn dein Problem? Oh, Haaland wechselt zu Chelsea. Dennis Praet wechselt zu Brighton. Deulofeu zu Newcastle. Guilherme wechselt zu Liverpool, der Zehner? Belmont zu Aston Villa. Hatebu hat schon seinen Transfer fix gemacht zu Burnley. Tijane Silva. Oh, ein Regen. Stürmer. Abschluss 10. Bäh. Auch guck mal, Izzo spielt jetzt auch in der Premier League bei Brighton, ist er? Duck. Auch geiler Name. Ah, Piccini und Nocchio kommen. Also, Piccini fix gemacht. Unser neuer Rechtsverteidiger und Nocchio wird ein ganz, ganz großer Brocken, den wir hier bezahlen. Aber ich habe Vertrauen in den Typen. Ne? Ich glaube, der Typ wird ein Gott. Hoffe ich. Heißt aber nicht, dass Mitrovic sich ausruhen soll. Genauso wenig wie Aston Bolango oder Woodburn. Die sollen bitte weiterhin schön treffen in der Hinrunde. Denn Nocchio kommt erst zur Rückrunde. Ganz, ganz riesiger Transfer. Ah, ich glaube, der wird das schon hinkriegen, bei uns zu performen. Das ist einfach jetzt wirklich dieses Vertrauen, welches ich reinlege in meine Kenntnisse vom FM zu Regens. Carrasco ist zu Newcastle gegangen. Sonst, glaube ich, kein namhafter. So, Piccini. Oh, Greenwald hat sich verletzt. 4 bis 6 Tage zum Glück nur. Wir haben einen sehr engen Kader, ne? Also so viele dürfen sich nicht verletzen, wobei Dave York natürlich sofort dasteht dann.
So, Mula sagt mal Hi zum Piccini. Kaderregistrierung machen natürlich auch gleich. Piccini hier rein, wird dann der 13. Ausländer. Ich guck mal noch kurz in der U23. Aber die sind alle von sich aus schon spielberechtigt, wenn die nicht mehr gehen wollen. So, Piccini ist drin, unser Italiener. Und nochmal die Trikotnummer. Als Außenverteidiger wäre sowas interessant wie 24 vielleicht. 24 klingt gut, ne, als Außenverteidiger. Ich habe keinen Siemer, muss ich sagen, weil ich erst Alex Müller die Nummer geben wollte. Dann dachte ich irgendwie, bitte jetzt nicht auslachen, aber ich dachte irgendwie, Alex Müller hat jetzt die Saisons mit der Nummer 17 so gut gespielt, wenn ich jetzt ihm die Nummer 7 gebe, spielt er vielleicht nicht mehr so gut. Und die Nummer 10 wollte ich nicht vergeben, einfach nur wegen der schlechten Erfahrungen mit Alan Ruiz. Einige Verletzte aktuell, ne? Bornic ist verletzt, Mason Mount ist verletzt, Welch ist verletzt, es sind 3 ZMs, wir haben aktuell nur Sanson, Maite und das war's eigentlich. Das ist aber fies gerade. Ich möchte mal kurz noch gucken wegen den Keepern. Wissen wir das schon alles? Nein, wissen wir nicht. Ja, bevor wir nicht alles wissen, würde ich die eh nicht holen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die nicht registrieren dürfen, wenn die Transferphase um ist. Varela, unser Außenverteidiger, den wir auf der Shortlist hatten, hat Transfer angefragt, wäre für 7,5 Millionen zu haben. Ne, hat einen Marktwert von 7,5, aber unser Scout meint, er wäre für 7,5 zu haben, aber interessiert uns nicht. So, Liga-Alltag, ne, auf einmal. Also gut, noch nicht, weil jetzt auch Deadline-Day ist, aber gleiches Liga-Alltag. Tottenham hat sich Theo Hernandez geholt für nur 7,25 Millionen, aber 100.000 Gehalt. Das ist dann schon wieder ordentlich. Mbappé wechselt, okay. 193 Millionen, wer kann sich das wohl leisten? Überlegen wir mal, wo geht Mbappé wohl hin bei uns im Safe? Eigentlich Real Madrid, oder? Es kann eigentlich nur Real Madrid sein, oder? 193 Millionen. Also ich sag Real Madrid und es wurde Barca. Mbappé wechselt für 193 Millionen zu Barcelona. Hat Messi da jetzt endgültig mal aufgehört, oder was? Dass die jetzt das Geld haben? Nee, der spielt immer noch da. Spielt oder Unterschenkelbruch, Auchi. 650.000 verdient und noch. Hi Messi, hast du Bock zu uns zu kommen? Boah, krass, ey. Und Justin Kluivert ist dann noch bestimmt zu Paris, oder? Als Ersatz, ja, für 81 Millionen. Fekir ist gewechselt zu Real Madrid. Boah, große Transfers. Und Slaven Bilic ist jetzt Trainer bei Sporting. Hat bei Stuggi aufgehört. Die im Übrigen Jahren Baksch und Özil haben. Özil spielt bei Stuttgart und lässt dort seine Karriere ausklingen. Okay. Ist zurückgetreten. Ja, mal schauen, wer dann Stuttgart-Trainer wird. So, und die Transferphase ist um. Dembélé war der teuerste Transfer. Dann Dennis Mann, dann Haaland. Und unsere Transfers sahen so aus. Wir haben 53 Millionen eingenommen, haben 87 Millionen ausgegeben. Ich hoffe mal, das waren alles gute Transfers. Ne? Es war sehr geprägt davon, dass die Vereine oder die Spieler oder die Berater einfach zu viel Geld wollten. Und deswegen haben wir oft die zweite Option genommen. Oder die dritte sogar. Hoffen wir einfach mal, dass die alle gut einschlagen. Die, ja, wie viel sind es denn? 11 neue, oder? Warte mal, 3, 6, 9, es sind 10 neue. Ja, hoffen wir einfach mal. Und ich hoffe, dass hier die Jungs nicht so krass auf einmal spielen, dass wir uns ärgern. Ich habe Gabriel sowie, ich glaube, Widmer auch, Kamada, Oscar, Gill auf die Shortlist gepackt für unsere Ex-Spieler. Ben Thompson kommt da auch noch auf. Und ich glaube, Wontmok auch, der hat sich das verdient, dass wir da ab und zu mal raufgucken. Ich meine, der hat für uns 128 Spiele gemacht, der hat alle Aufstiege mitgemacht. Das ist schon ein cooler Typ. Also nur das Beste für ihn bei Norwich, ne? So, Piccini, keine Antrittspressekonferenz, weil wer macht denn sowas heutzutage noch? Also bitte. So, Kaderregistrierung, nochmal kurz rüber gucken, aber sollte alles klappen.
Wie gesagt, die Spieler in der U23 und U18 sind so oder so spielberechtigt, weil sie so oder so nicht registriert werden müssten. Ist halt die Frage dann, wie das mit den Keepern abläuft. Wir können natürlich immer noch Angebote bekommen, ne, so wie wir jetzt gerade bekommen, entweder für die Notline oder halt für generell Spieler nur dann halt aus dem Ausland. Das geht ja immer noch. Mitrovic spielt sofort gegen seinen alten Verein im ersten Spiel. Jawohl. Dann kann er gerne das Klischee erfüllen und erst mal ein paar Tore gegen seinen Ex-Verein netzen. Ich bin super gespannt übrigens, wie das bei Alan Ruiz dann ausschaut, wenn wir gegen Cardiff spielen. So, Leicester gegen Stoke eröffnet die Premier League. Am 22. Juli 2022 und Leicester gewinnt mit 3:0. Wir können dann gleich mal schauen, wie jetzt unser Gehaltsetat aussieht. Wir sind immer noch auf dem letzten Platz, sind aber rangerückt an den vorletzten auf Stoke City. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie die anderen das schaffen, dass das Geld so hoch ist, weil unser Transferbudget ist zwar immer noch relativ üppig, ja, also ist noch gut, würde ich sagen, aber da wären auch nur noch zwei Spieler maximal drin, ne? Also zwei Stammspieler. Und selbst das würde dann noch 100.000 mehr hier drauf geben. Und vor allem, wie das halt zustande kommt, ne? Bei City kann ich mir das vorstellen, aber bei Southampton zum Beispiel, ja, verdienen schon echt sehr viele. Bei uns gibt es ja einen ordentlichen Abfall der Summen. Ja, schon krass, ist schon super, super krass, wie viel Geld die alle verdienen. Oh, Training war nicht so gut diese Woche. 7,9 als beste Note. Meh. Dann erstmal schön wieder drei Spiele in einer Woche. Ja, die schöne Premier League immer. Ich glaube, das werden wir dieses Jahr öfters haben, aufgrund der WM. Ich hoffe nur, dass mein relativ enger Kader dann das Ganze durchhält. Gerade jetzt mit den Verletzungen am Anfang. Also, jetzt darf sich am Anfang keiner mehr verletzen. Weder Maite noch Sansone. Das wäre sehr, sehr bitter. Solange hier 0 Euro steht, brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Und Düsseldorf möchte Eugen Kraft ausleihen. Der ist auf unserer Jugend-Shortlist, weshalb wir die News bekommen. Aber da wir uns hier Nokio geholt haben, der dann im Winter kommt, brauchen wir da nichts mehr gucken. Aston Belanger wäre fit. United hat 2:0 gegen Tottenham gewonnen und wir haben erst einmal gegen Fulham gewonnen. Drei Spieler fallen verletzt aus bei uns. Thompson, Bonic und Mount. Ich glaube, Kane Welch wird auch nicht spielen können, haben wir gerade gesehen. Lee Johnson ist immer noch Trainer. Letztes Jahr wurde Fulham in der Premier League 15. Und geholt haben sie sich in diesem Sommer, ganz schön viel. Mangala, Coelho, Aguilar, Greenwood, Conrado, Maitland-Niles hat man eben schon gesehen. Opara, das ist aber nicht der, oder? Nee, ist ein Regen. Gomes, der vorher bei Cardiff war und da richtig gut gespielt hat. Dodo, der Linksverteidiger. Nee, Rechtsverteidiger, sorry. Dann Mele, den hat man eben gesehen. Das waren 15,5 Millionen. Das ist ein Rechtsverteidiger. Und Capixaba ist ein Linksverteidiger. Haben aber auch Steven Sessegnon abgegeben. Aber das war's dann auch. Also von dem Geld haben sie sich eigentlich fast alles finanziert. So viel mehr haben sie nicht ausgegeben. Also dann hoffen wir mal auf einen sehr guten Start. Ne? Wir hauen das hier alles raus. Das hätte ich vorher schon machen müssen eigentlich. Und gucken mal. Also ganz klar im Tor. Thorn gesetzt. Piccini würde ich sagen, da er keine Vorbereitung mit uns mitgemacht hat, kommt auch erstmal nur auf die Bank. Und wir spielen mit Nerys dran von Anfang an. Links ist klar, Josh Earl ist Stamm und wird es wohl auch erstmal bleiben. In der Mitte weiß ich noch nicht. Hinten zumindest. Maite ist gesetzt mit Sansone, weil ganz klar alle anderen verletzt sind. Und dann vorne, da wird es ein bisschen schwieriger. Links ist Müller gesetzt. In der Mitte bin ich mir gerade nicht sicher, weil Mount hier kaputt ist. Da wäre Woodburn vielleicht eine Idee. Rechts, ja, würde ich schon mit Chimpembe spielen, weil der weiß halt, wie der Hase läuft in der Premier League. Vorne, Aston Ballonga hat die etwas bessere Vorbereitung gespielt, hätte ich gesagt. Deshalb spielt er von Anfang an. Und hinten, ja, haben wir unsere vier Innenverteidiger. Leo Santos war gut in der Vorbereitung und Mepham eigentlich auch, also wenn die heute unser Innenverteidiger-Pärchen wären. Und auf der 10, da Mason Mount verletzt ist, werden wir dann Ben Woodburn spielen lassen.
Und so wird dann unsere erste Aufstellung aussehen für diese neue Saison. Und Mitrovic kommt auf die Bank, Roussillon kommt auch auf die Bank. Panagopoulos kommt auch mit. Sabiri und. Ja, wir hätten noch was. Ja, gut, wir bräuchten noch was fürs zentrale Mittelfeld, aber da ist eigentlich alles kaputt, deshalb kommt Dave York noch mit. Oder hat er gerade ein Spiel? Ne, der hat halt kein Spiel. Dave York kommt also mit. Bei dem auch ein bisschen die Sterne runtergegangen sind, leider. Aber das liegt auch daran, dass wir jetzt bessere Spieler haben. Dann bleibt Sabiri daheim und wir spielen. Ja, so. Hoffen auf das Beste, ne? Fulham, schwieriger Gegner. Dave York bekommt eine Rücknummer, die heißt Nummer 25. Und auf geht's. Erstes Spiel der neuen Saison. 4-4-2 bei Fulham mit Gabbiadini und Gabigol vorne. Kunoplianka und Sissoko auf den Außen. Die Neuzugänge Mangala, Maitland-Niles, Mele und Kapishaba sind dabei. Angus Gunn ist dabei. Habe übrigens mal nachgeguckt, weil wir das Thema zuletzt hatten, wer Keeper gerade in der Nationalmannschaft sind. Das sind Angus Gunn, Jordan Pickford und Jack Butland. Also mit einer guten Hinrunde würde ich schon sagen, kann Thorn wirklich zur WM fahren. Aber ja, ist noch ein bisschen hin, ne? Und ich hoffe, wir kassieren nicht gleich nach 40 Sekunden in der Saison. Oh, Thorn, Dankeschön. Das wäre jetzt ein bisschen sehr kacke gewesen, ne? So früh halt zu kassieren, das war irre knapp. Aber kurz vor der Linie noch. Ich glaube, wir waren ein bisschen zu schnell gerade vom Speed her. Ich glaube, so hatten wir immer. Eieiei. Das wäre nicht schön gewesen als Start. Ist das hier auch richtig? Ich glaube schon. Sonst die ersten 15 Minuten. Bis auf diesen Freistoß von Konoplyanka ereignislos. Also, Jungs, ein bisschen kreativ. Tiefer spielen, ich hätte das nicht drücken dürfen, glaube ich. Angus Gunn auf Mele. Könnte Mula ruhig mal ein bisschen weiter nach hinten kommen. Da ist Gabbiadini. Aufpassen jetzt, Jungs. Oh, Mephim. Was? 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 Nein. Nee, 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 nee. Nee, FM, nee. Nee. Was? 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 Mephim ging da zu hart rein gegen Gabriel Barbosa. Was? Das ist jetzt aber eine richtig große Verarsche, ne? Wow. 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 Tut mir leid, Ben Woodburn, ne? Aber der Schiri hatet uns hart. Wow. What the fuck? Wo in aller Welt soll das rot sein? Wie viele Animationen fehlen da bitte, dass es eine rote Karte berechtigt? Oder gerechtfertigt sogar? Was? Also sorry, das war jetzt. Das ist jetzt sogar noch mehr Bullshit als die ganzen Sachen in der Transferphase. Ja, schade aus dem Ballon. Was? Ich kann es gerade nicht glauben, ne? Assumalonga wieder ganz knapp vor dem Ball gewinnen. Schön von Mate. Langer, langer Ball auf Chimpembo. Unten wäre Assumalonga, aber der geht leider zu sehr in die Mitte, finde ich. Da ist Alex Muller. Yes, sehr schön, Jungs. Sehr, sehr fucking nice. Und jetzt bitte abpfeifen. Aber der Schiri wird wahrscheinlich so lange nachspielen wollen, bis halt Fulham gewinnt, weil der hat da richtig viel Asche anscheinend auf die gesetzt. Sehr schön gemacht, Jungs. Guter Konter. Genauso möchte man das sehen. Was, ey? Wie kann das gerade rot sein? Ich verstehe das nicht. Hey, uns gleich halt am Anfang so zu schwächen, ne? Wow. Kapishaba rennt alleine. Wir sind ein bisschen zu weit weg. Ball auf die rechte Seite von Fulham mit Mele, der Neuzugang und Thorn wieder unfassbar stark.
Auch wenn wir sehr schlecht verteidigt haben. Ich gehe mal zurück auf vorsichtig, damit wir mehr auf Konter gehen können. Erste Halbzeit ist jetzt um 1:0 für uns. Das trotz Unterzahl. Jungs, weiter so. Ihr könnt das halt hinkriegen, ne? Ihr habt die Eier dafür, Jungs. Wirklich. Ich glaube an euch. Noch gibt es kein Hate in der Saison, aber vielleicht könnt ihr euch den noch länger aufsparen. Aber jetzt noch 40 Minuten halt irgendwie versuchen, das Ergebnis zu halten, wird schwer. Also wir dürfen uns eigentlich nicht zu weit hinten reinpacken, deshalb nicht auf defensiv, sondern vorsichtig. Und müssen eigentlich auch noch den einen oder anderen Konter fahren, damit wir wirklich irgendwie noch was reißen können. Ich werde mal meine Außenspieler nach hinten packen, dass wir 4-4-1 spielen. Die gehen auf Unterstützen. Sollen sich dann auch ab und zu abwechseln mit Neristan und Earl. Der Capixaba macht viel, den haben wir sehr oft im Bild. Sehr guter Ball leider und Gabbiadini macht ihn leider rein. Ja gut, das war jetzt nicht so toll. Da hat man schon gemerkt, wie da ein Spieler halt fehlte, als der Einwurf gemacht wird, weil der dann halt hier steht. Und wenn Siri dann vielleicht ein Spieler mehr als Gegenspieler hat, dann hat er vielleicht nicht so die Freiheit, den Ball nach vorne zu spielen. Ey, ist das lächerlich gewesen? Was ist das bitte gewesen gerade? Aber es ist noch nicht vorbei, ne? Wir können hier halt wirklich immer noch was reißen, weil so gut ist Fulham nicht. Wir sind komplett auf Augenhöhe, obwohl wir einer weniger sind. Aston Ballonga geht, Mitrovic kommt. Komm, zeig der Welt, dass du der beste Aston Ballonga bist. Zehn Minuten noch. Ich werde mal asymmetrisch spielen. Ich werde Mula auf seine sehr gute Position mit Inside Forward auf Angreifen packen. Und Chimpembe geht nur auf Angreifen. Allerdings als Flügelspieler und eine Position weiter hinten. Josh Earl muss jetzt natürlich ein bisschen mehr ackern, aber das kriegt er hin. Ich vertraue dem Typen da komplett. Trotzdem, Chimpembe geht nochmal raus und Pedrinho kommt zu seinem Debüt. 3 Minuten oben drauf. Und nochmal mindestens eine Szene und leider hat Fulham den Ball. Jetzt müssen wir aufpassen. Geht über die linke Seite, da wo Pedrinho etwas weiter hinten ist. Dale Fry und Neres dran. Muss jetzt aufpassen. Langer Ball nach vorne auf Mitrovic. Oben muss Mula rennen, aber der Pass von Mitrovic ist sehr schlecht, leider. Galeno war immer gut gegen uns, Konoplyanka auch. Nein! Nein! Holy fuck, wir werden beschissen. Nee. Nee. Das glaube ich ja nicht. Das glaube ich ja nicht, ey. Da brauche ich jetzt aber die Kameraperspektive hinter dem Tor. Das war doch niemals Elfmeter. So, hier dürfen wir es echt gut sehen können. Das ist doch niemals Elfmeter. Guck mal, schön in Zeitlupe am besten, wenn es geht. Ach, hier, so dürfte es jetzt sein. Der spielt für mich den Ball. Also die Animationen sind nicht perfekt, ganz klar, aber das ist für mich Ball. Weil ich habe schon so viel FM gesehen, das ist halt Ball. Da ist halt auch... Er ist halt genauso weit vom Ball entfernt wie vom Körper von Konoplyanka, bis auf die Arme, aber die zählen ja überhaupt nicht im FM. Wow, wir werden halt hardcore beschissen vom Schiri. Vor allem Konoplyanka fällt halt schon, bevor überhaupt Neres dran da ist. Ist das lächerlich. Holy fuck. Holy fucking fuck. Nee, ey. Holy shit. Wir werden hardcore beschissen. Ich fasse es ja nicht. Ich fasse es nicht. Nee, unfassbar. Krass. Also so heftig wurde ich noch nie im FM beschissen. Holy shit. Holy fucking shit. Wow. Wow.
Ja. Was soll ich denn dazu sagen? Dumm gelaufen, Jungs? Holy shit, was soll... Ey, mal ganz ehrlich, oder? Wow, what the fuck? Ey, Einspruch gegen Sperre, ne? Ganz ehrlich, das ist halt Bullshit. What the fuck, Mann? Nee, ey. Boah. Wow. 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 Krass. Also das muss jetzt erstmal sacken lassen. Holy shit. Also sowas habe ich noch nie erlebt. Boah. Also mal ganz ehrlich, ne, selbst wenn das jetzt halt Elfmeter war, ne, es ist halt schwer zu sehen durch die Animation. Weil so oder so, entweder der Kontakt zum Ball war nicht da oder der Kontakt zum Körper nicht. Wir haben beides nicht gesehen, aber so wie der Ball halt reagiert hat, finde ich, dass es wohl Ball gespielt war, von dem, was ich halt vom FM kenne. Aber alleine die rote Karte war ja schon der größte Müll aller Zeiten. Und der Schiri, boah. Wer war denn das? Wer war denn der Schiri? Sehen wir das irgendwo noch? Irgendwo? Wo könnte man das sehen? Normalerweise sieht man das auch irgendwo in meiner Übersicht, wo dann auch steht die Zuschauerzahl und so. Nee. Ah, nee, der Bericht ist, was alles passiert ist. Ja. Sieht man wohl nicht. Muss ich gleich nochmal in der Aufnahme gucken. Was ist hier gerade passiert? Was ist hier gerade passiert? Wir wurden halt gerade beschissen. Wow. Ja, gut, das muss ich jetzt mal sacken lassen, ne? Also ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Die rote war für mich niemals im Leben eine. Und ja, alles danach, wir haben gefightet, wir waren in Führung und dann gibt's einen Elfmeter in der 92. Obwohl für mich Norris dran den Ball spielt. Wow, ich bin absolut schockiert. Ich bin absolut schockiert und damit werden wir jetzt die Folge beenden und ich bin absolut schockiert. Holy fuck. Holy fuck. Wow. Krass. Was ist hier gerade passiert? Ich werde mich jetzt erstmal ein bisschen beruhigen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Was haben wir dann? Mittwoch. Würde ich dann ganz gut finden, wenn wir dann nicht beschissen werden. Wir spielen dann gegen, ich glaube, Stoke war es sogar. Ja, Stoke, die haben ihr erstes Spiel verloren und Brentford. Ja, bis dahin. Tschö.